Bonn, Sitz der Bundesnetzagentur. Sie überprüft und genehmigt den Ausbau des Stromnetzes. Jeder kann sich mit seinen Belangen an die Bundesnetzagentur wenden und sich so am Netzausbau beteiligen. Die Bundesnetzagentur wägt dabei alle unterschiedlichen Interessen gegeneinander ab. Jede Stellungnahme fließt ein, und zwar nicht danach, wie häufig ein Argument vorgebracht wurde, sondern wie gewichtig das Argument ist. Es kommt also nicht darauf an, wer geschrieben hat oder wie viele, sondern letztlich, was geschrieben wird. Die Post kommt hier an und wird erstmal in der Posteingangsstelle zentral gesammelt. Das, was dann für den Netzausbau bestimmt ist, wird entsprechend zu den Kollegen in die Eingangsstelle überführt. Da kriegen die Unterlagen erstmal einen Eingangsstempel, werden registriert. Über 34.000 Stellungnahmen sind in der letzten Konsultationsphase zum Netzentwicklungsplan 2024 und zum Umweltbericht bei der Bundesnetzagentur eingegangen. Die meisten schicken ihre Belange per Post. Die Stellungnahmen werden zunächst digitalisiert und im zweiten Schritt inhaltlich geprüft. Dabei wird jedes einzelne Argument thematisch sortiert. Bei uns gehen Stellungnahmen mit ganz unterschiedlichen Themen ein. Da geht es beispielsweise um Umweltauswirkungen. Themen da sind meistens Landschaftsschutzgebiete. Da werden dann die Argumente, die eingehen, direkt zum Referat zur Umweltprüfung weitergeleitet. Wenn es da dann, wie in diesem Fall, um die Spitzenkappung geht, dann sortiere ich das dem Netzentwicklungsplan zu und dann wird das weitergeleitet an das Fachreferat, das sich um dieses Thema kümmert. Die Experten aus dem Fachreferat Netzentwicklung ermitteln alle 2 Jahre den deutschlandweiten Strombedarf. Auf dieser Basis erfolgt die konkrete Planung zum Netzausbau. Bereits während der Ermittlung des Bedarfs werden die technischen Fragen und Belange jedes Stellungnehmers geprüft und fließen in die Arbeit der Experten ein. So landen hier auch die Argumente zum Thema Spitzenkappung. Es gibt wenige Stunden im Jahr, in denen zum Beispiel extrem viel Wind weht. Und genau für diese Stunden wird die Einspeisung um einen gewissen Prozentsatz reduziert. Um das Netz nicht genau für diese Extremstunden ausbauen zu müssen, kann man mit der Spitzenkappung den Netzausbau minimieren. Die Bundesnetzagentur will die Spitzenkappung beim Netzausbau berücksichtigt wissen. Der Stellungnehmer bekräftigt uns darin, das Instrument der Spitzenkappung anzuwenden, obwohl der gesetzliche Rahmen bisher nicht gegeben ist. Ob pro oder contra, die Experten prüfen sämtliche Argumente zum jeweiligen Thema, wägen diese gegeneinander ab und erwidern sie. Das Ergebnis ist im Netzentwicklungsplan veröffentlicht. Der Netzentwicklungsplan ist die zentrale Begründung für den Bedarf des Netzausbaus. Das Thema Spitzenkappung ist ein gutes Beispiel, wie wir die Argumente in den Plan einfließen lassen. In dem Kapitel Konsultation findet man die entsprechenden Stellungnahmen und das, was wir davon halten. Das heißt, wir bewerten dort jedes einzelne Argument und das kann jeder nachlesen. Sie möchten beim Netzausbau mitreden? Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auf www.netzausbau.de/mitreden. Den aktuellen Netzentwicklungsplan finden Sie auf www.netzausbau.de.